Moin und herzlich willkommen am dritten Tag auf dem Harzrundweg. Ich bin schon etwas gefahren, bin schon hinter Elrich, 23 Kilometer habe ich hinter mir. Was soll ich sagen? Ja, die GoPro hat wieder gesponnen. Ich habe so viel aufgenommen auf den ersten Kilometern. Was ist? Ich zeige mir einen SD-Kartenfehler und will nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte es reparieren. Oder wenn ihr es jetzt erst seht, halt nicht. Verdammt nochmal. Also, bis jetzt hat sie mir immer gute Dienste geleistet, die GoPro 10, aber auf dieser Reise, meine Fresse, das, also, ich bin echt schon bald wütend. Warum ausgerechnet hier? Tagestour wäre es nicht so schlimm, aber jetzt auf so einer Reise ohne Bildmaterial ist doch echt schlecht. Gestern der Ton, jetzt funktioniert der Media Mod auch wieder, ich weiß es auch nicht, was jetzt los ist. Naja, so ist das halt. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Osterode oder Osterose. Osterode, ja, das sind ja 75, ja, ich habe gerade eben schon einen anderen Schlenker genommen, so 78 Kilometer. Wunderschön ist jetzt die ersten Kilometer, habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe vielleicht ein paar Fotos auf dem Handy, kann ich noch zeigen. Ach, Mann, verdammt, verdammt, verdammt. Na, da kann man nichts machen, dann geht es halt jetzt erst jetzt los. Ich habe sehr gut geschlafen dort, aber naja, ich verlasse hier gerade wieder Thüringen. Ich war nämlich gestern kurz von Neustadt nach Thüringen rüber gefahren und jetzt fahre ich rüber nach Niedersachsen. Hier ist die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Ja, und dann geht's weiter durch die schöne Landschaft. Man sieht das hier wieder schön hügelig. Habe auch schon so viele tolle Aussichten gehabt, aber die ihr jetzt nicht gesehen habt. Aber ich hoffe, die funktioniert jetzt weiter mit der nächsten SD-Karte. Zum Glück habe ich sie ja getauscht, dass der ganz große die letzten zwei Tage nicht gelöscht sind oder irgendwas. Naja. Aber das hatte ich schon mal, ich bei einer Kamera konnte der Computer wieder reparieren. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, ich weiß es nicht. Vielleicht seht ihr diese Ansprache auch gar nicht. Naja, okay, dann geht es jetzt weiter. Ja, Elrich liegt hinter mir. Als nächstes ist Falkenried und Bad Sachsa. fast 12 Uhr Mittagspause, aber heute gibt es ein zweites Frühstück, das habe ich schon die ganze Zeit mitgeschleppt, aber hat sich ja sonst immer was anderes ergeben, aber heute will ich das mal nutzen und esse hier ein schönes zweites Frühstück, genüsslich hier, zwar an der Straße, aber die Pause muss jetzt sein, große Aussicht ist hier auch nicht, aber es zwitschert vom Wald her, also es ist recht angenehm und warm ist es geworden. Also habe ich schon mal die Jacke aus, unter der Hose die Thermohose ausgezogen. Also kann es gleich weitergehen Richtung Bad Sachsa und dann geht es auch mal wieder richtig steil bergauf. Deswegen muss ich jetzt Energie tanken. Also geht es gleich weiter. Bin ich wirklich am Höhepunkt angekommen, an der allerhöchsten Stelle der ganzen Runde, 440 Meter über Normal Null. War eine, ja, gute Strecke, am Anfang noch
Bad Sachsa dann hoch, musste ich da an der Straße, da war leider eine Umleitung, dadurch viel Verkehr, die Bundesstraße war gesperrt. Die mussten da durch, aber dann der zweite Anstieg hier im Steinertal war wieder sehr toll. Keine Autos, alles ruhig, aber was man auch wieder gesehen hat, die Lücken im Wald, auch immer Gegenseite, immer wieder kahle Stellen, aber hier ist auch viel Buchenwald, auch noch auf dieser Ecke, zumindest auf dieser Höhe, da ist der Wald noch ganz gut in Ordnung. Oh, aber die Blätter sind nicht da, dadurch hat man noch einen tiefen Blick. Irgendwo da unten ist Bad Lauterbach. Da fahre ich jetzt lange runter. Ja, hoch ist es wieder so warm gewesen. Man denkt, man könnte kurz anziehen, aber wenn man jetzt wieder hier steht und gleich wieder runterfährt, dann wird es wieder kalt. Aber wenn ich vielleicht mal da unten bin, vielleicht wird das ja noch was. Denn es soll heute ein bisschen wärmer werden wie gestern. Na, schau mal, jetzt muss ich erstmal wieder heil runterkommen. Das war jetzt mal so ein Abschnitt, der nicht so toll war. Bad Lauterberg, da ist man nur so ein bisschen durch. Ein paar Ampeln, nichts Tolles zu sehen. Viele Kilometer nur Bebauung. Aber mit Rückenwind und leicht ab bin ich da jetzt schnell durchgekommen. Jetzt bin ich jetzt draußen hier, stehe hier zwar an der Bundesstraße, habe aber jetzt Aussicht. Ja, die Rapsfelder fangen an zu blühen. Aber ein paar Tage oder nächstes Wochenende sieht es schon gelber aus. Ja, ein bisschen schade, aber vielleicht entscheiden wir das ja schon. Wunderbar, aber warm ist es echt wirklich nicht. Also Abfahrt, da war es richtig kalt. Und jetzt geht hier so der Wind. Und damit kurz bin ich noch nicht so zufrieden. Das werde ich noch nicht machen. Frieren will ich jetzt auch nicht. Aber ein geschütztes Plätzchen, da ist es schon recht warm. Na, jetzt geht es weiter nach Herzberg. Irgendwo da hinten ist noch ein paar Kilometer. Aber jetzt kann ich es wohl hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr genießen. In der schönen Landschaft hier zwischen den Rapsfeldern. Ja, kühl ist es, aber es ist warm genug für Eis und Eis geht doch eigentlich immer hier in Herzberg. So, jetzt ist es hier auch mal richtig ruhig. Ich bin jetzt hier irgendwie so ein Wirtschaftsweg hinter der Ortschaft Düna. Wunderbar, alles ruhig. Nichts zu hören, keine Autos, nichts. Aber was ich auch hier immer habe, ist dieser Karstwanderweg, der hier immer längs führt. Und man sieht ihn, ihr seht es vielleicht nicht, da oben am Kamm. Da laufen die Leute, da ist der Wanderweg.
Ich glaube, das ist ein richtig schöner Wanderweg. Das wäre doch mal was für die wandernde YouTuberschaft. Ich glaube, das würde auch sehr interessant werden. Jetzt Osterode war eigentlich gar nicht mehr so weit weg. Ich hatte schon ein Schild gesehen, 6 Kilometer. Aber ich muss hier noch ein bisschen südlicher am Harz vorbei, an Osterode vorbei, bevor ich dann nach Osterode runterfahre. Da hatte ich noch 22 Kilometer auf Uhr, also riesen Umweg. Naja, aber es macht noch Spaß, es ist ja auch noch früh. Es ist, wie spät ist das? Ich guck mal drauf. Boah, Viertel nach drei ist es jetzt. Ich bin immer überwältigt über diese Aussichten. Auch wenn es jetzt mehrere Städte ging und so. Ja, aber dazwischendurch sind immer diese Aussichten und tollen Landschaften. Alter, das verschlägt einen fast den Atem manchmal. Auch wenn das keine Alpen sind. Also es ist so wunderschön. Naja, ich will jetzt hier nicht schwafeln. Es muss weitergehen. Irgendwann muss ich auch mal ankommen. Ja, auf wie geht's. Hier stehe ich nur an diesem Schild und eigentlich müsste ich weiter da hoch. Da geht es eigentlich weiter, aber ich möchte jetzt abbiegen nach Osterode. 6,6 Kilometer. Ja, ist der richtige Zeitpunkt jetzt. 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr. Ja, es langt. Könnte noch weiter, aber ich habe ja auch gedacht, morgen muss ja auch noch was übrig bleiben. Weil es sind ja auch nur noch knappe 50 Kilometer. Von hier, von diesem Punkt, ich muss ja noch die 6 Kilometer darunter nach Osterode. Also das war eigentlich der perfekte Punkt, damit morgen ja irgendwie noch was zu sehen ist, sonst wäre das viel zu kurz oder das sportlicher zu gestalten. Also, dass die Etappen kürzer werden, länger werden, das sind nur 3 Tage. Dafür bin ich jetzt nicht hier, ich will das hier genießen. Also habe ich gedacht, Osterode ist der richtige Punkt, also fahre ich jetzt dort runter. Der schöne Blick, aber der Wind ist kräftig. Ich weiß nicht, ob der Windpuschel das jetzt hier abhält. Oh. Es zieht so ein bisschen, aber der Wind ist jetzt wärmer. Fazit werde ich nachher ziehen. Mal sehen, ob ich da noch einen schönen Punkt finde. Aber der Wind kühl, aber nicht mehr eiskalt. Ich würde sagen 13, 14 Grad. Also eigentlich recht okay. Und schade, dass die Rapsfelder hier nicht blühen, dann wäre es alles noch viel toller hier mit dieser tollen Aussicht. Aber ich werde jetzt da runterfahren nach Osterode und dann werde ich mal sehen, wo ich denn das Fazit ziehe des heutigen Tages. Also, denn bis gleich. Vielleicht melde ich mich auch sofort nochmal, bevor ich einchecke. Thank you.
Und habt ihr es geahnt, wohin die Reise geht? Ja, ich bin nochmal hochgefahren zur Södetalsperre. Ja, ein toller Tag war es wieder heute. Ja, unglaublich. 1000 Höhenmeter, 83 Kilometer. Das ist ein ordentliches Stück länger geworden. Und dann fahre ich noch hier hoch. Nochmal 6 Kilometer hier hoch. Dann mache ich 6 Kilometer wieder runter. Nochmal 120 Höhenmeter drauf. Ja, ich kriege ja nicht genug. Aber ich muss sagen, ich bin echt gut fit. Es hat richtig Spaß gebracht. Die Strecke war wieder wunderbar. Tolle Strecken dazwischen. Unglaublich, das muss man echt gesehen haben. Tolle Aussichten. Ich hoffe, die Technik vom Anfang kriege ich wieder hin. Wenn nicht, wird es leider ein bisschen kürzer werden. Habt ihr was verpasst? Oh, verdammt, ja, Technik. Aber naja, und zwischendurch, zwischen Bad Lauterbach und Herzberg, da war so eine Strecke. Das war ein bisschen zu viel, das war ein bisschen zu doll an der Straße. Nicht viel zu sehen, viel bebaut. Es ging, musste man halt durch. Das war bis jetzt eigentlich die schlechteste Strecke sozusagen landschaftlich. Aber das gehört dazu. Der Rest war echt 100% wunderbar, wunderschön. Hat richtig Spaß gebracht. Ja, und jetzt stehe ich hier nochmal zum Abschluss des Tages. Genauso habe ich das geplant. Bis jetzt ist es auch alles so gelaufen. Unglaublich, aber die 3 Tage sind so schnell vergangen. Morgen ist schon der 4. Der ist nur ganz kurz. 50 Kilometer, 5 Kilometer muss ich noch dazu oder hochfahren. Dann ist der Rundweg schon vorbei. Oh Mann, die Zeit, die rennt. Aber das sind auf jeden Fall tolle Ostern. So ein Wetter. Vor einer Woche hatten die noch graues Wetter angesagt. Es war wenig Regen, aber einstellige Temperaturen. Aber ich wäre trotzdem losgefahren. Und jetzt stehe ich hier in der Sonne. Oh, herrlich. Besser kann es nicht laufen. Wunderbar, ja. Was soll ich noch sagen? Also, das ist echt toll war. Und jetzt hier unten runterkommt, alles super. Die Stadt auch toll anzusehen. Und jetzt, ja, ist Ende des heutigen Tages. Ich hoffe, es hat gefallen. Denn also bis zum nächsten Mal. Morgen bei der 4. Etappe des Harzrundwegs. Moin, moin. Siegerradler gibt's auch noch. Prost und tschüss.